Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen. Wo befinden wir uns hier? Zeven. Zeven. Nähe Bremen. Es reimt sich sogar. Auf jeden Fall ein Riesendanke geht an euch alle raus. Wir sind kurz vor den 20.000. Für alle Leute, die noch nicht abonniert haben, dürft ihr gerne machen. Das hilft mir sehr weiter. Heute gehen wir auf ein Festival namens Ferdinandsfeld. Die haben uns extra eingeladen. Wir waren vor einem Jahr schon hier für alle Leute, die damals schon dabei waren in der Community. Wir werden alles Leckere auf diesem Festival zu essen suchen, probieren und natürlich werden wir auch die ganzen Acts zeigen und einfach das ganze Festival zu 100% genießen. Sie sieht ja fresh aus. Digga, du siehst fresh aus. Wir zusammen. Viel Spaß dabei. Emre startet den Tag mit einem Apple. Schmeckt's? Mhm. Auf jeden Fall, Freunde, wir warten auf das Shuttle, das uns vom Hotel abholen wird. Soviel ich weiß, gibt es natürlich ganz normales Essen, Burger, Pizza, denke ich mal, alles auf dem normalen Festivalgelände. Und dann gibt es auch noch einen kleinen VIP-Bereich, wo auch Essen und Trinken ausgeschenkt wird. Natürlich werden wir auch das ein oder andere alkoholische Getränk zusammen trinken. Alles super. Viel Spaß heute. Danke. Ciao. Erster Eindruck ist stark. Wir holen uns jetzt erstmal einen Drink. Ja, ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Bier, weil sonst der Tag wird noch lang. Corona oder Becks? Corona. Zwei Corona. Danke dir, Bro. Und ihr? Schwerstram. Also Freunde, auf jeden Fall, VIP-Bereich werden wir noch abchecken, werden auch noch das ganze Essen und sowas anschauen. Als allererstes müssen wir erstmal das Festival anschauen, wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Ich zeige euch ein bisschen die Ecken, der Sound wird sehr laut, ich hoffe ihr verzeiht mir das, aber dagegen kann ich nichts machen, wir sind schließlich auf einem Festival. Wenn Mark Bell persönlich spielt, will ich auch kurz oben sein, ich will da kurz zeigen, was da abgeht. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, auf welche Festivals wir noch schauen sollen. So, geh mal rein, oder? Geh mal rein! Jetzt ist die Frage, wie finden wir hier Essen, es sind wirklich viele Menschen, willst du mich verarschen? Es ist auf jeden Fall, Leute, zum letzten Video, da waren 500 Menschen hier. Diesmal sind es wieder wahrscheinlich 20.000 bis 25.000. Geisteskrank. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Auf jeden Fall, wir müssen uns da anstellen jetzt, diese Coins holen. Und dann suchen wir uns leckeres Essen. Bis jetzt, ich sehe ein paar Foodstände. Die wollen gerne ein Foto mit dir haben. Ach so, wollt ihr ein Foto mit mir oder was? Kollegen, sie sieht ja fresh aus. Digga, du siehst fresh aus, Junge. Alles, was du willst, ey. Wenn du willst, wir bringen dir Kaviar. London-Ting. Kuss geht an alle raus, die ich immer treffe. Ich schwör's, ich hab euch alle lieb. Kommt, wir sind eine Familie. Was? Will mir einer sagen, die verlierst du nicht leicht. Will mir einer sagen. Also Freunde, wir haben uns ganz kurz umgeschaut. Und wie ich finde, ein guter Snack zum Starten ist Pizza. Peppos Pizza. Auf jeden Fall, man sieht da schon leckere Pizzen. Sieht schon heftig aus. Riecht auch gut, gell? Hi, grüß dich. Was kannst du empfehlen? Ich stehe auf Salami, aber Calzone ist auch geil. Thunfisch ist auch. Salami ist. Dann nimmst du eine Tuna, geil. Thunfisch und eine Salami. Yeah. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben eine Thunfischpizza bestellt, eine Salami-Pizza. Und ich würde sagen, wir lassen direkt Emre den ersten Biss im heutigen Video machen. Man sieht, die haben da direkt einen Ofen drin, machen das da drin selber. Der Teig wird auch frisch gemacht. Also, es sieht wirklich vernünftig aus. Die Salami-Pizza, so wie sie im Schaufenster liegt, sieht knackig aus. Soll ich reinhauen? Ich will nur, ja, hau rein. Einmal Salami, einmal Tuna. Was sagst du? Warte, er sagt das hier. Ich muss sagen, die Pizza schmeckt schon geil, aber ist mir viel zu viel Teig. Ja. Ich finde auch ein bisschen, also wenig Thunfisch, oder? Crunch ist da, Teig ist auch schön luftig. Ja.
aber an der Stelle, wo halt Käse und das Thunfisch ist, ist mir zu viel Teig. Mein erster Biss auf dem Ferdinandsfeld, Salami-Pizza. Diese Pizza hier sieht juicy aus, hat auch wirklich hat Gewicht, der Teig, der hat Power, ich weiß, was du meinst, aber wir probieren mal. Ist auf jeden Fall eine richtige Bauarbeiterpizza, würde ich sagen. So gut. Wenn du die isst, bist du voll. Dann hast du keinen Hunger mehr. Ich bin Bauarbeiter. Ich probiere Pizza. Die ist gut. Ist gut? Ist richtig gut. Ja, schon eine 9,5. Wirklich gut. Wirklich sehr gute Pizza. Ja, habt ihr es gehört vom Bauarbeiter persönlich? Ich habe es gerade noch gesagt. 9,5. Der erste Snack, absolut gut getroffen. Wir haben auf jeden Fall noch einen sehr süßen Stand gefunden mit Chicken Wraps, mit Pommes und sowas. Werden wir auch noch probieren. Wir gehen jetzt ganz kurz noch Backstage. Wir müssen uns was Kleines zu trinken holen. Ich wäre als kleiner Mensch. Hast du so viele Nachteile in der Menschenmenge? Ich bin ein bisschen größer, da geht es noch. Aber hier ist egal, wie groß und breit du bist. Du musst kämpfen. Auf jeden Fall ist da gerade mies Böller hochgegangen und so. Aber wir gehen auch noch auf die Bühne. Ich zeige euch mal, was hier abgeht von oben. Hey! Das geht. So, Freunde, wir sind ganz kurz nochmal zurück. Wir müssen nochmal alkoholfreies uns kurz einschenken. Was geht, Mann? Du kleine Hu. Kuss geht raus, danke für alles. Wie geht's? Wie steht's? Ist das Ding an? Nein. Mir geht's wunderbar. Ich habe eben 3/4 Stunde hingelegt, war total müde. Freunde, für alle, die nicht genau wissen, wo wir uns überhaupt befinden, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das Festival befindet sich auf einem alten Militärflughafen. So, genau. Das ist auch eine ziemlich geile Fläche, riesig viel Platz. Und jetzt suchen wir uns den nächsten Spot, was wir zu essen finden. Also das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, so in der Größe. Macht Spaß, glaube ich. Es gibt übelst viele verschiedene Stände, von Billy Boy bis Giese, diese Paper-Produktion. Also crazy. Nicht das beste Bild, aber mach's gut, Bro. Billy Boy! Kondome! Safety first! Wir suchen uns auf jeden Fall das nächste zu essen. Wir wissen noch nicht was, müssen wir mal schauen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Foodsachen hier. Von Asian Food, Food Trucks, Kalamari, Seafood, keine Ahnung, Bratwurst, Currywurst. Also sehr, sehr viel Zeug. Ich hoffe auf jeden Fall, man versteht mich. Ich komme extra nah an die Kamera ran. Leute, was ich schon mal sagen kann ist, die Chefin von dem Laden, super cool. Burritos, der Chef hat gerade empfohlen, Hähnchen. Und ich würde sagen, wir bestellen einen. Empfehlung, Bro, eine. Also einmal Con Pablo, schön scharf. Knoblauch auch oben drauf? Ja. Ja, safe. Oi. Sriracha-Soße, Knoblauch in den Hähnchen, oder? Wir probieren einfach. Also was ich direkt sagen kann, ist okay. Knoblauch, Schärfe. War aber süß. Leute, Knoblauch, Sriracha-Soße, Mais, Chicken, Mushrooms, glaube ich. Das hier ist wirklich eine 9 von 10. Das ist so lecker. Ist lecker, aber 8 Euro ist ein bisschen zu teuer. Oh, komplett eskaliert. Die richtige Geschmacksexplosion, Mann. Hat man auch gesehen. Schmeckt krass, Digga. Mir fehlt ein bisschen an der Schärfe. Aber diese Süße, dieses Fleisch, das Fleisch ist auch saftig. Ja.
Wow, stark auf jeden Fall der Laden. Die haben leider keinen Laden außerhalb vom Festival, aber sehr gut. Wir gehen ganz kurz im Backstage-Bereich. Versuch Nummer 2, ja? Du hast schon vorher reingekackt. Dass ihr auch eine kleine räumliche Vorstellung bekommt von diesem ja, sehr einfachen und coolen, also wirklich starker VIP-Bereich. Kicker gibt's, Süßigkeiten gibt's, Getränke, Kühlschränke gibt's, eine Bar gibt's. Alles für free. Kuss geht raus ans Ferdinandsfeld. Wirklich stark. Ein paar Sekunden später. Ich will nur sagen, das ist mein Bier. Das ist Emre seins. Was sagst du dazu? Bro. Wie taugt das Festival bis jetzt? Es Afterparty gibt's? So, Freunde, wir schauen zum nächsten Spot. Geschmackskreation. Schauen wir mal, was die so können. Es gibt Fries, es gibt Wraps. Wird lecker, glaube ich. Mal Beef Wrap und ein bisschen Pommes. Wirklich ganz wenig, weil wir müssen sehr viel essen. Aber ich will die einmal probieren, weil die sehen so lecker aus. Okay. Nichts, ich will die so essen. Danke. Danke. Na, loslegen, oder? Du bist der Chef. Ja, ich fang an. Let's go. Chili con carne und Hackfleisch, ja, und gewürzt. Okay. Hier haben wir Eisberg, Zwiebeln und Gewürzgurken. Okay. Fertig gemischt. Als nächstes kriegt ihr die hausgemachte Soße drin. Hab ich. Oh, rein. Dankeschön, Bruder. Lass es schmecken. Pommes, ihr habt es gerade gesehen, die Damen haben da eine Gewürzmischung drin. Ich muss euch ehrlich sagen, ich freue mich sehr, sehr krass auf diese Pommes. Dann haben wir noch einmal diesen Wrap. Ich glaube, es wird sehr lecker jetzt. Ich glaube auch. Du hast gesehen, wie es zubereitet worden ist. Ich nicht. Ihr habt es auch gesehen. Das ist das Wichtigste. First Pommes-Test. Also diese Pommes, wir müssen mal ehrlich sein, okay? So muss eine Pommes aussehen. Mehr Gewürz als Pommes. Ich liebe es. Die sahen einfach, das sind für mich die perfekten Pommes. Rot, leuchtend, gold leuchtend. Das hat die gleiche Farbe wie deine Jacke. Hey, perfekt, beste. Mein Lieblings-Fastfood-Gericht sind Pommes. Und diese Pommes sind perfekt gewürzt. Perfekt. Es duftet sehr lecker. Diese Soße mit diesem Chili con Carne Gemisch hat Power, wirklich, da steckt Power drin. Der Salat, schön knackig noch, ich weiß nicht, wie die den so schön frisch halten, so muss ich ehrlich sagen, weil der hat noch seine eigene Kraft, ist schön knackig, du merkst diese Kühle, diese Frische. Der Wrap ist halt ein Fertig-Wrap, hat so ein bisschen, finde ich, diesen Plastikeffekt im Mund, aber es schmeckt sehr gut, wirklich. Als erstes. Ist schon fast überroh heute. Aber geil, gell? So, wenn ich jetzt hier beiße, krieg ich nur Salat. Kuss geht raus an Isetin. Du weißt warum? Hey, ich komm bis hier hin. Die Spitze hat schon gut gewirkt. Beim Fleisch fehlt mir ein bisschen an Würze. Aber dadurch, dass die Soße so würzig und lecker ist, ist es eigentlich ganz gut. Okay, wenn man davon ausgeht, die Erwartungen an Essen, habe ich nicht dieses Level erwartet. Das ist locker 3 Stufen drüber. Das Essen ist wirklich, Leute, ich habe in der Stadt schlechter gegessen, wie hier. Wir sind auf einem Festival mit 20.000 Menschen. Dieser Spot hier, der hat schon alleine mein Herz gewonnen wegen diesen guten Pommes. Die ganze Zeit, Leute kommen, die netten Damen dort, geben Rap nach Rap raus. Schaut mal an, was die da an Mayonnaise draufballern. Das ist eine Portion Pommes. Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns einen Burger bei Hamoudi, oder? Hast du Bock? Verrückter Typ, gell? Ich check diese VIP-Bereiche nicht. Die sind so langweilig. Im VIP-Bereich sind die langweiligsten Leute. Ist immer so.
Okay. Du nicht alle, Digga. Du nicht, du bist cool. Auf jeden Fall, Freunde, das ist der VIP-Bereich. Stramm. Mach auch gerne Foto. Essen ist krass, oder? So es heftig. Ist sehr gutes Festival-Essen, so müssen wir heftig. Mal ehrlich sein. Ohne Scheiß, ich habe in einem 5-Sterne-Restaurant schlechter gegessen wie hier. Amudi! Amudi! Los geht's, Digga! Die Randy, Alter? Ja. Was geht's? Was geht, Bruder? Alles fit? Ja, bei dir? Alles super. Danke, Bruder. Los. Amudi ist auf jeden Fall am Arbeiten hier. Ihr seht es. Mit Liebe. Jawohl. Hi. Hi. Ja, ich hab gerne noch was. Wow. Der Grill hinter mir ist so heiß, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. 40 Grad hier drinnen. Katastrophe heiß. Ja. Gib weiter Gas, Männer. Ich hole jetzt einen Burger gleich. Hol mal zwei, drei Burger. YouTube, ne? Was? Abonnier, Randy Devlin auf YouTube, Digga. Los geht raus. Los geht raus. Von Geschmack Kreation. Aus Pferden alle. Kommen alle vorbei. Yo. Es gibt nicht viel zu sagen. Es schmeckt gut. Das ist die gleiche Soße wie bei dem Wrap drüben. Und das Fleisch ist saftig. Und wie gesagt, wir sind auf einem Festival. Und man kann es essen. Dieser Burger sieht aus wie der erste Döner-Burger. Das Brot sieht nach Döner aus und das Patty sieht nach Burger aus. Massenware, bababab, raus. Das Brot ist mir ein bisschen zu brotig, aber schmeckt trotzdem. Also noch drei Bier und ich könnte das nicht mehr vernünftig bewerten. Und dann wäre das ein überkranker Burger. Genau wie für die beiden da. Somit lecker. Wir haben eine Sache sehr, sehr gut gemacht. Die Soße. Die Soße hat Power. Die Soße setzt sich durch und ist sehr gut. Ich habe eine Zahnspange. Das ist der geilste Burger, den ich sehe. Der ist richtig lecker. Geschenk. Hey, Geschenk. Was sagst du dazu? Mega gut, kauft euch alle diesen Burger. Der beste Burger in ganz. Auch ein bisschen besser bewertet. Wir sind schließlich auf einem Festival. Also ich denke mal, wir verstehen uns als Community, okay? Building everybody hands go. Du sollst deinen YouTube-Kanal sagen, du Depp. Ach so, nicht deinen Bizeps anspannen, Alter. Wo ist dein Hirn? Ich habe eh erst jetzt angefangen. Jetzt sieht man auf jeden Fall mal, wie viele Menschen hier sind. Mark Bale. Habt ihr Bock zu feiern? Ja! Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das mit Copyright wird auf YouTube so. Ich put your hands up, fill your head, everybody, let's go! Stände, allerlei Sachen. Das Festival ist wirklich groß. Da ist eine Drohne. Look at my camera. Ist das diese? Nee. Dann habe ich nichts gedacht. Alles klar. Raus. Ich guck woanders hin. Genieß deinen Tag, Digga. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt zu Mark Bale auf die Stage. Das Essen, sind wir mal ehrlich, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Festival Eisenhower bei Ferdinandsfeld? War schon wirklich stark, oder? Stabil, Junge, stabil! Ferdinandsfeld!
Bühne. Mach mal ein bisschen Lärm für Ferdi. Sleep, I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake. Junge, muss ich p***en, Alter. Jerome, wie läuft's? Super. War Jerome hier gerade im Tor? Ja, ja. Ah, okay, passt. Ja. Super. Was trinkt man denn hier gut jetzt? Was kannst du denn gutes mischen? Cheers! Geht Wodka Soda mit Limette. Ich habe auch ein paar Leute getroffen. So, Kuss geht raus an alle Leute, die ich getroffen habe. Ich würde nur sagen, erstes hartes Getränk heute. Wasser. Ich glaube, aber das ist jetzt meine Meinung, okay? Nichts gegen die VIPs, ich feiere euch alle, ihr seid alle super cool und so. Aber die Gäste draußen haben das bessere Essen, sind wir ehrlich? Ja. So, ich habe das noch nicht probiert, ich habe es gesehen, wir werden es trotzdem noch probieren. Was ist das hier alles? Steak, Chicken? Ja, hier stehen kleine Schilder unten dran, auf denen es draufsteht. Das hier ist Hüfte, hier haben wir Hähnchen und Nacken noch. Welches möchtest du? Suchst du dir vorher aus? Das da? Ja, das ist gut. Das? Das liebe ich. Ist das für dich auf dem Foto gut? Ich mache kein Foto, ich mache ein Video. Oh, sorry. Ich sage euch ehrlich, wir haben jetzt wirklich sehr viel gegessen, ich kann auch nicht mehr. Wir werden auch nicht mehr allzu viel essen. Es reicht jetzt langsam. Wir haben 4-5 Sachen gegessen, jetzt probieren wir noch Steak hier im VIP-Bereich. Dann sage ich euch, ob die Gäste draußen das bessere Essen haben. Die Gäste sind ja eh viel wichtiger als die VIPs. Magst du auch Kaugummi probieren? Also, ich habe hier heute das Vergnügen, da Marc mich eingeladen hat und dafür geht das größte Danke raus, dass wir hier im VIP-Bereich sind, aber das Essen draußen ist auf jeden Fall besser, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und es freut mich auch, weil ich bin immer für die Gäste. Danke fürs Gespräch. Aber das Fleisch schmeckt gut trotzdem, aber es ist halt Kaugummi. Essen im VIP-Bereich, was sagst du? War schon mal schlechter. Hast du draußen auch gegessen heute? Kostet ja Geld. So, wir haben jetzt Getränke wechselt, weil das war es nicht. Das hier ist alkoholfreier Jägermeister mit alkoholfreiem Energy. Hast du nicht gemeint, es gibt eine Afterparty? Soweit ich das verstanden habe. Ey Jungs, Mädels, Fotograf und Ferdinand. Ein vernünftiges. Rückwärtssalto. Alter, mit gebrochenem Daumen macht. Ja, Kapsel ein bisschen. Ah, gute Besserung. Danke. War stark, oder? Ja. Habt ihr auch was gegessen? Ja, ich hab nur gesoffen. Wir sind jetzt Stage Nummer 4. Was hier abgeht. Schaut euch das jetzt an. Wo sind die? Wo sind die, Bruder? Wo sind die? Mainstage. Ist auf jeden Fall verdammt gut los. Aber wir haben schnell einen guten Platz gekriegt, oder? Schau mal an. Nimm mal die Bühne. In der Nacht kann die Bühne was. Es macht so Spaß. Es ist so geisteskrank lustig hier. Jeder ist happy. Ja.
wieder geschafft! Schaut mal, wie schön dieser Turm aussieht. Das ist ein alter Militärflughafen und das ist so ein Flugturm. Keine Ahnung, wo die Kommandos geben und so ein Shit. Du darfst landen, du darfst nicht landen. Verstehst du? Also Freunde, bis jetzt überkrankes Festival. Da geht auch ein riesen Dank raus an Mark Bell. Deswegen an alle anderen Festivals, wenn ihr auch Bock habt, meldet euch bei mir. Ich komme gerne. Was, Motherfucker? Batman with those laser beams. Cheers! Kuss geht raus an alle Leute, die Abos da lassen, die, keine Ahnung, am Start sind. Danke. Kamera aus!